Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir sehen uns unterwegs. Ich bin der Michael und ich zeige euch heute, wie ihr Zusatz-Fernlichtscheinwerfer an euer Auto montiert und ans Fernlicht anschließt. In meinem Fall diese Osram LED Lightbars, die kennt ihr schon, das sind die gleichen, die ich am Sprinter verbaut habe. Wenn ihr das Video nicht kennt, ich verlinke es euch da oben. Wenn ihr euch auch Osram Zusatzscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer, was auch immer für Scheinwerfer kaufen wollt, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung einen Gutscheincode, da kriegt ihr 20% Rabatt beim Einkauf auf der Osram Webseite. Warum wieder diese Zusatzscheinwerfer? Ganz einfach, die sind total klasse. Ich bin total begeistert, ich habe die jetzt am Sprinter seit gut einem halben Jahr dran und das ist der Wahnsinn. Wir waren in Irland damit und die sind so hell, die haben 5500 Lumen und es ist unbeschreiblich, unglaublich gut, die Dinger. Von der Verarbeitung sind die auch top, aber das zeige ich euch gleich, jetzt packen wir das erstmal aus. Das ist das gute Stück, Einbauanleitung, Montagematerial. Und natürlich der Scheinwerfer selbst. Das Gehäuse ist aus einem Alu-Strangpressprofil gefertigt. Die Endkappe ist aus einem Aluguss. Das ist alles vernünftig verschraubt und vernünftig abgedichtet. Und die machen einen sehr hochwertigen Eindruck. Das Gute an den Osram LED Lightbars ist, die haben eine Freigabe nach ECE 112. Das heißt, ihr dürft die im Straßenverkehr einsetzen. Das heißt, ihr dürft die mit dem Fernlicht schalten. Also wenn ihr das Fernlicht einschaltet, dürfen die automatisch mit angehen. Wenn ihr das Fernlicht ausschaltet, gehen die wieder mit aus. Wenn ihr Zusatzfernlichtscheinwerfer im Straßenverkehr nutzen wollt, müssen die nicht nur nach der ECE-Richtlinie 112 freigegeben sein, sondern die müssen auch nach der ECE-Richtlinie 48 verbaut werden. Aber das sind relativ wenige Regelungen. Also ihr könnt die prinzipiell überall am Fahrzeug montieren. Sie müssen nur paarweise und symmetrisch zur Mittelachse verbaut werden. Es gibt von Osram eine Lightbar, die zählt sozusagen als zwei einzelne Scheinwerfer in einem Gehäuse. Die könnt ihr dann auch einzeln verbauen, die verlinke ich euch unten. Zusätzlich müsst ihr beachten, wenn ihr die mit dem Fernlicht einschalten wollt, dann müssen die mit dem Fernlicht auch ausgehen. Also das heißt, wenn ihr das Fernlicht ausschaltet, muss der ausgehen. Ihr könnt auch noch einen zusätzlichen Schalter einbauen. Das heißt, wenn ihr das Fernlicht einschaltet und dann den zusätzlichen Schalter einschaltet, gehen die an. Und wenn ihr das Fernlicht ausschaltet, gehen die dann wieder mit aus. So könnt ihr das auch machen, so werde ich das auch tun. Am PKW dürft ihr insgesamt zwei Fernlichtscheinwerferpaare haben. Also das heißt, mit den normalen Fernlichtern, die ihr schon am Auto habt, dürft ihr halt noch ein zusätzliches Paar Fernlichtscheinwerfer anbauen. Wenn ihr einen LKW habt, könnt ihr bis zu sechs Fernlichtscheinwerfer verbauen. Und in Summe dürft ihr am Fahrzeug nur Scheinwerfer mit einer Gesamtreferenzzahl von 100 verbaut haben. Das heißt, die Referenzzahlen aller Scheinwerfer werden addiert, die von diesen Scheinwerfern plus die von euren schon am Fahrzeug vorhandenen, und die findet ihr neben dem E-Prüfzeichen im Scheinwerferglas. Da steht die Referenzzahl eurer Scheinwerfer drin. Was ich euch für den elektrischen Anschluss empfehle, ist ein Relais. Ich würde es nicht über den normalen Lichtschalter mitlaufen lassen, weil der Strom, der dort fließt, der ist doch relativ hoch. 68 Watt hat ein Scheinwerfer, das heißt, es sind in Summe so 11, 12 Ampere, die dort fließen. Ich werde das Relais über das Kabel vom Fernlichtscheinwerfer ansteuern, werde aber den Strom für die Zusatzscheinwerfer halt separat führen, dass sie nicht über die vorhandene Verkabelung im Auto laufen muss. Die Scheinwerfer will ich hier vorn ans Dach dran schrauben. Und die Halter, die dabei sind, die sind dafür gedacht, das irgendwo drunter oder irgendwo drauf zu schrauben. Um die irgendwo vorn dran zu schrauben, funktionieren die Winkel nicht, weil dann die Bohrung nicht passt und weil der Winkel auch zu kurz ist. Also baue ich mir jetzt ein paar Winkel, womit ich das hier am Dach verschrauben kann. Und mit diesen Haltern kann ich das jetzt hier vorne am Dach verschrauben.
An den Scheinwerfern sind so gedichtete Stecker drin, aber die nutze ich nicht, sondern ich führe die Kabel hier durch die beiden PG-Verschraubungen nach innen. Hier kommen die beiden Kabel jetzt innen raus. Jetzt bringe ich die beide auf die gleiche Länge. Und da baue ich jetzt diesen kleinen Verteilerkasten dahin. Also hier kommen die beiden PLG-Verschraubungen, die durch das Zelt gehen, kommen dann hier rein. Den klebe ich hier gleich dann an. Und dann verbinde ich die Kabel mit so Vago-Klemmen. Die kann man einfach öffnen, die abisolierten Litzen reinschieben. Und dann kann man die verbinden. Da habe ich dann zwei Vago-Klemmen, eine für Plus, eine für Minus. Und da wird dann Scheinwerfer 1, Scheinwerfer 2 und die Zuleitung miteinander jeweils verbunden. Hier in die Verkleidung, das ist das Teil, das kommt so rum hier dran, da werde ich diesen Schalter mit einbauen. Das ist dann ein zusätzlicher Schalter, der letzten Endes die Lichter oben ausschalten kann. Also das heißt, über den Lenkstockschalter schalte ich ganz normal das Fernlicht vorn am Auto ein und aus. Und wenn der eingeschaltet ist, geht dann oben das zusätzliche mit an. Und wenn der ausgeschaltet ist, dann gehen halt nur vorn die an und oben die bleiben aus. Und das heißt, an diese Stelle werde ich jetzt meine Steuerleitung legen, die kommt dann vom Fernlicht zu diesem Zusatzschalter und geht von dem dann zum Relais, schaltet dann das Relais ein und aus. Und ich lege noch eine zusätzliche Masseleitung hier hin, weil der Schalter, der hat eine eingebaute LED, damit man sieht, wenn das Licht eingeschaltet ist. Und der braucht zusätzlich zu den beiden Steueranschlüssen noch einen Masseanschluss für die LED. So, dann kann ich jetzt das Relais verkabeln. Das Relais werde ich hier an dieser Stelle einbauen. Das werde ich mit einer vorhandenen Schraube mit verschrauben hinter dieser Verkleidung. Und das Relais hat vier Anschlüsse. Die 30, die 85, 86 und 87. An die 30 kommt meine Zuleitung aus dem Sicherungskasten bzw. von der Batterie. An die 87 kommt das Kabel, was hoch zum Fernscheinwerfer geht, die Zuleitung für den Fernscheinwerfer. Und an die 86 und 87, da kommt dann 1 mein Steuerkabel vom Zusatzschalter, was vom Zusatzschalter kommt. Und an das andere kommt Fahrzeugmasse. Und das heißt, wenn letzten Endes an dem gelben Kabel Spannung anliegt, also wenn das Fernlicht eingeschaltet ist und der Zusatzschalter eingeschaltet ist, dann liegt hier 12 Volt Plus an, dann wird die Spule im Inneren geschaltet. Und dann wird letzten Endes die Plusleitung auf mein Kabel vom Fernscheinwerfer durchgeschaltet. Und dann geht das Licht an. Das Schaltbild findet ihr üblicherweise auch auf dem Relais. So, und die Kabel werden verkrimmt. Da kommen so Flachsteckhülsen drauf, 6,3 mm für das Relais. Und dann isoliere ich die Kabelenden und Stecker mit Schrumpfschlauch. So, dann wird jetzt das Relais angeschlossen. Wie gesagt, an die 30 kommt die Zuleitung von der Batterie bzw. Sicherungskasten. An die 87 in dem Fall die Zuleitung für die Scheinwerfer. Und
An die Spule kommt einmal die Masseleitung und dann die Steuerleitung. Dann mache ich jetzt Scheuerschutz um die Kabel ein Gewebeband. Und damit sich das Ende nicht löst, kommt da selbstverschweißendes Isolierband drüber. Links zu allen verwendeten Materialien findet ihr in der Videobeschreibung. Die beiden Massekabel verpresse ich mit einem Ringkabelschuh und verschraube sie an einem der vorhandenen Massepunkte im Fahrzeug. Dann baue ich jetzt noch den Zusatzschalter ein und noch einen zweiten für unsere Beleuchtung im Innenraum. Dann geht es nun im Motorraum weiter. Die 12 Volt Plus Leitung zum Relais schließe ich direkt an der Starterbatterie an und sichere sie mit einer Flachsicherung ab. Dann baue ich den linken Scheinwerfer aus. Ich habe nun das Licht eingeschaltet und nun messe ich hier an dem Stecker des Scheinwerfers, welcher Kontaktspannung führt. Das ist ein normaler H4-Sockel. Auf dem mittleren habe ich jetzt 10,5 Volt. Das dürfte das Abblendlicht sein. Jetzt habe ich das Fernlicht eingeschaltet und messe alle drei Kontakte nochmal durch. Der mittlere hatte eben 10,5 Volt. Der hat jetzt knapp 3 Volt. Und der linke hatte eben 3 Volt, der hat jetzt 10,5 Volt. Das heißt, der linke ist der Anschluss fürs Fernlicht. Und jetzt schaue ich gleich, ob das Relais schaltet. Ja. Also schließe ich die Steuerleitung jetzt parallel zum linken Kontakt des Steckers an. Wenn ihr das dann soweit verkabelt habt, dann sollte das funktionieren. Es kann aber auch sein, dass Folgendes passiert. Das Signal vom Fernlicht ist beim Jeep offensichtlich ein PWM-Signal oder irgendwas ähnliches. Das heißt, es ist keine konstante 12 Volt Plus Spannung, die das Relais halt konstant ansteuert, sondern das ist eine gepulste Spannung. Also die geht an, aus, an, aus, an, aus, ganz schnell. Das ist genau dieses Rattern, was ihr da hört. Die geht an, das Relais zieht an und in dem Moment, wo es anzieht, ist die Spannung schon wieder weg und das Relais geht wieder aus. Das ist ein sehr schnelles Relais, das heißt, das Relais folgt dem im Prinzip und dadurch flattert das. Was ihr da machen könnt, ist, ihr setzt ein Relais ein, was träger ist, oder ihr baut euch einfach so eine kleine Abfallverzögerung. Das ist im Prinzip einfach nur ein Elektrolytkondensator und eine Diode. In meinem Fall ist das ein Kondensator mit 100 Mikrofarad. Und wenn jetzt Spannung anliegt, wird der Kondensator aufgeladen. Und wenn die Spannung abfällt, entlädt sich der Kondensator und durch diese Diode kann er sich nur über das Relais entladen. Was ihr auch probieren könnt, wenn ihr einen Jeep habt und einen J-Scan habt, geht ihr rein in Adaption, in die Einstellung fürs Licht. Und dann habt ihr hier die Einstellung für High Beam Voltage, und zwar in meinem Fall links, weil ich da das Kabel angeschlossen habe, und das ist bei mir auf 13 Volt eingestellt und ihr könnt das bis 13,8 Volt einstellen. Das heißt, da wird die PWM-Frequenz erhöht, aber es bleibt immer noch eine PWM und bei mir hat es mit 13,8 Volt zwar die Frequenz deutlich erhöht, aber das Relais schwingt immer noch. Wenn ihr ein anderes Relais benutzt, dann kann das vielleicht funktionieren. Bei mir hat es nicht funktioniert, deshalb habe ich die Abfallverzögerung gebaut. Und das schalte ich jetzt einfach parallel
zur Spule von dem Relais. Und jetzt funktioniert's. Ja, und diese Abfallverzögerung, wie der Name schon sagt, verzögert halt das Abfallen vom Relais. Und in dem Moment, wo das abfallen würde, ist schon wieder die Spannung da. Und somit bleibt das Relais geschalten. Und für einen Bruchteil einer Sekunde bleibt es länger an, wenn man das Fernlicht ausschaltet, was jetzt nicht wirklich ein Problem ist. Somit sind die Zusatzfernlichtscheinwerfer jetzt fertig verkabelt und fertig montiert. Und jetzt warte ich drauf, dass es dunkel wird und dann mache ich eine Probefahrt. So Leute, Premiere. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Also, das ist das normale Fernlicht. Ist das geil. Ist das geil. Das ist Abblendlicht. Das normale Fernlicht. Und volle Hütte. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Die Dinger, die sind echt der Hammer. Man sieht echt hunderte Meter weit. Ist total geil. Ich habe es nicht anders erwartet, weil wir haben ja, wie gesagt, die gleichen auf dem Sprinter drauf. Und dort bin ich ja genauso begeistert. Und ich finde, sie leuchten halt auch links und rechts die Ränder aus. Das ist auch sehr angenehm, wenn man nachts fährt. Wenn man halt einfach so ein bisschen, wenn man durch den Wald fährt, wenn man so ein bisschen links und rechts noch ein bisschen was sieht. Auch wenn da zum Beispiel ein Reh oder ein Fuchs oder irgendwas kommt, sieht man das viel früher, viel besser. Weil die halt einfach auch die seitlichen Bereiche ein bisschen besser ausleuchten. Sind super Teile, ich kann sie nur empfehlen. Ich verlinke sie euch unten. Wie gesagt, es gibt auch einen Rabattcode, da bekommt ihr 20% Rabatt auf alle LED-Scheinwerfer von Osram. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, ich habe euch verständlich gezeigt, wie ich die angeschlossen habe. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, vergesst nicht die Glocke zu drücken und wir sehen uns unterwegs. Ciao.